Lich Eberstadt am Stock, Eröffnung des diesjährigen Maislabyrinths auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern. Wir haben seit 2003 hier das Labyrinth am Stock, alle zwei Jahre. Es kommen sehr viele Familien heute zu uns, wir haben sehr viele Ausstellungsstände, ganz viele Direktvermarkter sind da. Unser Wasserkissen ist wieder aufgebaut, unsere Maisbäder sind gut besucht, die Kinder sitzen drin und toben rum. Wir hatten mal einen Bericht im Stern 2002, da gab es in England ein Riesenlabyrinth und daraufhin haben wir uns gedacht, wir machen hier in Hessen auch mal eins dieser Labyrinthe und probieren das mal aus. Die Faszination in einem Labyrinth ist immer so, dass man hineingeht, man lässt den Mais die Ruhe auf sich wirken, man sucht nach der Mitte und versucht den Ausgang wieder zu finden. Dieses Jahr ist das Ganze auf Spiralen ausgebaut, dass man immer im Kreis läuft, die Spiralen trennen sich in der Mitte wieder und man kommt nach einer gewissen Zeit auch zur Mitte, zum Turm, indem man einen Rundblick über unsere ganze Gegend hat. Man kann hier 120 Kilometer fast im Rundblick in die Münzenburg direkt vor uns, den Feldberg, man sieht den Vogelsberg oben. Rausgefunden haben bis jetzt alle. Wenn abends um 19 Uhr kein Auto mehr auf dem Parkplatz steht, dann sind alle draußen. Ansonsten suchen wir nochmal, wo sich ein paar verirrt haben, aber das kam bis jetzt noch nie vor.